So, hallöchen und herzlich willkommen zurück bei F1 2017 Karriere. Wir sind in Belgien, es regnet in Strömen, wir sind auf der Pole. Und so sieht das hier aus. Intermediates. Ein oder zwei Stops ist eigentlich egal, aber vielleicht mache ich auch nur einen Stopp, ich weiß es noch nicht. Es soll erstmal richtig schütten, dann soll es nachlassen, am Ende soll es vielleicht noch trocken werden. Vielleicht lohnt sich das aber gar nicht mehr, aber mal gucken. Ich habe das eben sogar noch geübt, dieses Rennen. Meiner Schwester gefahren, auf einer anderen Einstellung und 25%. Also ich bin jetzt ein bisschen eingefahren. Da habe ich sehr, sehr gut im Trockenen gefahren. Und im Regen kam ich bis jetzt auch immer ganz gut klar. Normalerweise, also allgemein in der Saison hier. Mal gucken. Also es liegt mal wieder in meiner Hand, aber natürlich wird es immer nicht einfach. Aber die Gegner sind halt im Regen nicht stark. Hat vielleicht was Gutes. So kann ich meine Schwester trainieren, mich selber vielleicht einfahren. Vielleicht mache ich das mal öfters so. Das Rennen, was so ansteht. Aber na gut, da habe ich ja meistens schon vielleicht ein, zwei wieder aufgenommen. Und sie kann vielleicht auch besser werden für sich und so. Zwei Fliegen an der Klatsche geschlagen. Ne? Und an der Klappe heißt es, glaube ich. Egal. Warum man hier Intermediates hat bei so einem strömenden Regen, ich weiß es nicht. Also bei diesem Formel 1 kannst du relativ gut fahren im Regen, habe ich das Gefühl. Und manchmal fährt man ja auch, wenn es ein bisschen regnet, sogar noch mit Trockenreifen alles. Also die Autos halten das wohl ein bisschen besser aus. Brauchen wir hier nicht einfahren oder sonst was hier oder mit Reifen aufwärmen, das bringt nicht viel. Ich fahre einfach und chill noch ein bisschen. Haha. Bremspunkte sind natürlich jetzt ein bisschen anders als im Trockenen. Aber man merkt, dass ich eingefahren bin. Vielleicht sollte ich immer so ein bisschen üben. Natürlich sind die Gegner jetzt natürlich stark und da kann immer was passieren, wenn man nicht nachlässt und die Gegner lassen auch nicht nach. Das ist halt das Einzige, was scheiße ist. Von mir aus gesehen mache ich ja vielleicht nicht so big Fehler, so viele Fehler, ne? Es ist eher immer schlimm, wenn die Gegner betroffen sind, dabei sind. Und natürlich auch mit den Überrundungen, ne? Die sind natürlich immer sehr langsam. Oh, wo die Gegner noch sind auf der Karte, unten links. Oh, ich trinke auch einen Kaffee hier. Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Das kann noch ein bisschen dauern. Vettel und Hamilton hinter mir. Dann Bottas. Dann Ricardo. Das I wird nicht ausgesprochen, das zweite. Grosjean, okay. Sein Heimspiel fast hier so. Ist ja Franzose. In Belgien wird ja auch Französisch gesprochen, unter anderem. Und natürlich auch Deutsch. So, die Kamera wandelt da oben. Entlang. Und es geht los. Da. Oh, doch. Wir haben eine zunehmende Abnutzung am MGUK. Damit müssen wir klarkommen. Stell das Gemisch nicht zu fett ein. Ja, ich weiß. Das Getriebe. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
Hamilton auch sagen, dass Vettel gerade so schnell ist. Hamilton. Ich komme weit raus. Kein Zuckerschlecken, aber wenn ich nicht Erster werde, muss ich das Maximum rausholen. Das ist das Ding. Vettel und Hamilton sind in der WM hinter mir. Na gut, wenn die auch noch aufholen, das wäre das auch nicht so gut, aber noch schlimmer es wäre, wenn Raikön und Bottas Erster und Zweiter werden oder so. Dann hauen die ja leider noch mehr ab von mir. Oh nein! Der ist ganz nah, shit. Oh Mann, was soll ich machen? Wieder zurück überholen, Mann. Da kommen noch mehr. Durch die ganzen Scharmützel wieder fährt wieder einer auf und davon. Diesmal ist es Vettel. Oh Mann. Rutschig, rutschig. Die längste Strecke, ich habe auch nur 22 Runden. Es wird hart, es ist ein hartes Stück Arbeit alles hier. Die Kurve ist hier echt schlecht im Regen, ey. Da muss man leider gut rauskommen. Aber die Gegner können auch hart sein, da kann ich auch mal hart sein. Oh, pardon. Wow, die schnellste Runde. Wir waren erst weit weg und dann auf einmal. Ja. Okay. Habe ich gar nicht unbedingt geplant, das Überholmanöver, aber irgendwie war ich neben. Zu weit weg. Oh, nicht. Mm-hmm.
Warum fahre ich denn eine Sekunde langsamer? Verstehe ich nicht. Dachte ich hätte, das ist alles ganz gut gefahren. Oder wird der Regen mehr Wasser? Weiß ich nicht. Der Schleiß ist auch nicht. Reifen zumindest nicht. Benzin. Okay. Dritter Sektor war auch noch gut. Das ist nämlich lila gewesen. Fallen ein bisschen ab. Gut, wenn die nicht im Windschatten sind, das ist sehr gut. Wir denken, dass der Regen in etwa 5 Minuten nachlässt. Leichter Regen in 5 Minuten. Okay. Mit den Bedingungen kam ich im Qualifying, glaube ich, erstmal nicht so klar mit so halb trockener Strecke. Da oben sehe ich schon ein bisschen blauer Himmel. Das Getriebe ist ziemlich abgenutzt. Versuch so selten wie möglich zu schalten. Ich schalte überhaupt nicht. Im wahrsten Sinne. Ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Ich setze mich ab. Allerdings, das war gerade nicht so gut alles. War nicht so ein guter Sektor. Okay, hier ist Jeff. Du verursachst unnötigen Verschleiß am Getriebe. Versuche es etwas zu schonen, sonst verlieren wir es vielleicht. Verlieren wäre nicht gut. 75%, oh. Ich wollte es nicht wechseln, weil, ja, da gibt es eine Strafe. Muss noch ein bisschen durchhalten. Weiß ich auch, wenn das einmal ganz wegfliegt, dann scheiden wir wohl aus oder was? Keine Ahnung. Jetzt ist das 12. Rennen von 20. Ich hätte dann nur noch eins. Deswegen muss ich die anderen wahrscheinlich auch noch benutzen und ein bisschen über 80% bringen oder so. Keine Ahnung. Ich kann ja nicht zwischendurch wieder ein- und ausbauen. Das gibt da ja leider auch eine Strafe. Das möchte ich auch nicht eingehen. Oh. Das war nicht gut. Mal 7 Sekunden weg, Vettel. Zumindest.
Nicht einmal in der 11. Runde in der Box oder so, vielleicht. Aber es kann natürlich die letzten 3-4 Runden trockener sein oder fast trocken. Weiß ich nicht. Müssen wir wieder abwarten. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 8,6 Sekunden. Ich sag das auch wenigstens ganz genau an. Früher hatte das mal weniger als 3 Sekunden, weniger als 1 Sekunde, ne? 5 Sekunden, 10 Sekunden. Hier sagt er 8,6. Das finde ich gut. Warum so Hubschrauber, der alles überblickt? Das kann ja auch mal sich jemand verletzen. Auch sehr schwer und so, ne? Wenn der Helikopter zum Beispiel nicht starten kann, dann darf das Rennen auch nicht frei gehen. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit dem Reifen. Sicht zum Beispiel, Nebel. Kann das behindern oder starke Winde, ne? Oder auch Regen halt. Ich darf nicht zu viel manchmal, nicht, dass man kann hier wirklich schnell irgendwo gegenballern. Die zweite Sektor bin ich nicht so gut, da habe ich auch nur wenig Luft zwischen uns. Zugefügt, sag ich mal. Abstand gewonnen. Was macht? Ist alles gut. Benzin haben wir auch noch viel. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 30,8 Sekunden. Fahr mal auf Fett. Teamkollegen habe ich sogar schon 11-mal geschlagen von 12 Rennen. Wahrscheinlich im Qualifying. Habe ich irgendeine Errungenschaft. Jetzt haben wir unseren neuen Rivalen, Massa. Zufällig Massa, ne? Meine Schwester hat den genommen. Den muss ich schlagen. Aber jetzt würden wir wahrscheinlich auch Bottas schlagen, ne? Jetzt haben wir den gerade nicht mehr. War nicht so toll hier. Ja gut, dann dreht der Motor halt ein bisschen mehr, ne? Fett. Ich bin halt ein bisschen zu schwer. Going. Fahrkontrolle. Fahrzeug. Aber trotzdem noch guten Sektor, weil ich es noch ein bisschen gut abgefangen habe. Ja, Fett macht schon was aus, sonst wäre das hier kacke gewesen. Ich sollte jetzt lieber bei frischen Reifen einsetzen und gleich wieder runterstellen. Ja, mache ich. Nicht mehr. Hat 5 Runden. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. 41%. Wann wäre das 11 bis 14? Aber kurz danach habe ich bei Hamilton vorhin nachgegeben. Sonst wäre ich vielleicht ein bisschen kaputt oder so. Aber ich habe den ja dann wieder überholt und Vettel ja auch. Wir sind halt schneller. Erst nicht, in den ersten 1-2 Runden vielleicht. Dann ja. Nicht, dass es früher trocken wird, wenn es trocken wird, das weiß ich nicht. Kann nicht ewig hier drauf fahren.
muss. Im Regen bin ich im Vergleich besser, ne? Obwohl das eigentlich sehr schwer ist, aber das beherrsche ich ganz gut. Dann muss ich ja doch ein guter Fahrer sein. Oh, das ist ja leichter zu fahren, das kommt nicht auch noch dazu, als früher mit Regen. Oder der Wagen ist doch ein bisschen gut im Regen und kaschiert seine Schwächen. Oh, guter Sektor. Gute Runde. Bis jetzt. So übertrieben Gas geben. So. Wir rechnen damit, dass du in etwa zwei Runden reinkommst. Wir ziehen dir die Intermediates auf. Das glaube ich, Leute. Gucken wir mal. Wäre noch ganz gut dabei. Die Reifen. Ich würde als Zweiter wieder rauskommen. Oh. Hemmende, der fällt ab hinter Hemmende. Americano, Hamilton war eine Box. Undercut. Wer weiß, wer weiß. Mach ich einen Overcut. Das gibt's auch, das funktioniert auch. Eigentlich einen guten zweiten Sektor, aber insgesamt ist noch Plus. Komisches Geräusch. Komische Geräusche. Oh, oh, oh. Okay, Box, Box, Box. Fuck it. Komm diese Runde rein. Kostet Zeit, kostet Rhythmus, früher in der Box, ach. So schnell kann's gehen. Los, fahr jetzt! Auf Trocken konnte ich nicht warten, aber... Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Trotzdem doof. Na, zum Glück ist das da passiert. Kurz vor der Box. Na, ich muss gleich mal auf Fett schalten. Vielleicht in der nächsten Runde, damit ich das auch sehe. Damit ja, gut, könnte ich jetzt auch machen, weil... Ich will das in Rundenzeit sehen. Das hat schon 5 Sekunden gekostet, der Fehler. Und dann nochmal, vielleicht nochmal 5 Sekunden das Wechseln. Weh, ich habe 10 Sekunden verloren oder so. Vettel reinkommt und danach werden wir es ja sehen.
hätte auch irgendwie das Ende sein können. Komm mal schon weit raus. Hauptviertel. Kommt er rein? Ich weiß nicht. Nicht. Machen wir fit. Wir haben einen der Gänge verloren. Das Getriebe ist stark beschädigt. Uns fehlt ein Gang. Unser Abstand zum ersten Platz beträgt 13,1 Sekunden. Oh, das war auch nicht gut. Oh Mann, was ist denn los? Den fünften habe ich nicht mehr. Okay. Das ist nicht gut. Ne, und da ich trotz Fett und alles, ne, kann nicht so gute Runden zeigen. Oh. Wir haben uns das Getriebeproblem angesehen, aber wir können es nicht reparieren. Pass deinen Fahrstil an und dann hoffen wir das Beste. Denk daran, dass dir diese Motoren viel Drehmoment liefern. Du solltest also einen Großteil der Runde in höheren Gängen fahren können. Shit ist das. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Ja, ist vielleicht besser.